Suche nach Titipo auf YouTube. Titipos Entdeckungen 7. Wer ist der ängstlichste Zug? Hallo Leute, ich bin Titipo. Heute werden wir den ängstlichsten Zug in Großtöffingen wählen. Wer wird der Gewinner sein? Wollt ihr es herausfinden? Wir werden die Silhouette vom ersten bis zum dritten Platz enthüllen. Könnt ihr erkennen, wer es ist? Beginnen wir mit dem dritten Platz. Bunny. Der drittängstlichste Zug. Bunny. Bunny ist ein sehr vorsichtiger Zug. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf Bunnys Tag werfen. Gut, fangen wir an, die Container zu verladen. Laden. Oh, warte mal kurz. Ich glaube, ich stehe nicht an der richtigen Stelle. Hä? Von hier sieht alles gut aus. Regeln sind so. Wir halten an der Markierung. Ja. Du kannst anfangen. Ein wahrer Perfektionist. Und jetzt aber. Oh, Momentchen. Bitte verlade die Container ganz langsam. Hä? Warum? Ich will keine Kratzer auf meinen Güterwaggons. Alles klar. Dann bin ich besonders vorsichtig. Bunny ist der jüngere der beiden Zwillingszüge. Sein Bruder Manny ist tapfer und mutig. Und der jüngere Bunny ist zaghaft und sensibel. Als Bunny sah, wie tapfer Manny seine Arbeit erledigte, wurde er ganz besorgt, weil er es auch so gut machen wollte. Hey Bernie, was ist los? Ich will meine Arbeit gut machen, aber irgendwie bin ich nie gut genug. Du musst dich nur anstrengen, dann bist du eines Tages so gut wie ich. Das stimmt. Kopf hoch, Bernie. Ich wünschte, ich wäre so stark wie Diesel oder Manny. Also beschloss er, sich von Diesel helfen zu lassen. Ich möchte ein guter Zug sein, so wie Manny und du. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Du willst also ein toller Zug wie ich sein? Na gut, ich helfe dir, Bernie. Danke, Diesel. Es war ein bisschen beunruhigend, dass Diesel helfen würde. Er übte sich darin, laut zu reden. Joho! Joho! Juhu! Gar nicht so leicht. Er übte, schnell zu fahren. Das rumpelt ganz schön heftig. Noch schneller, Bernie. Güterzüge sind hart im Nehmen. Schneller, Bernie. Ja, na gut. Aber anstatt sich zu zwingen, mutig zu sein, ist es besser, wenn man das, was man am besten kann, sicher und vorsichtig macht. Oh, Bernie, ich schaff das nicht allein. Keine Sorge, koppel den Waggon ab. Der Käfig hängt an mir fest. Ich hab Angst. Manny, aber die Affen tun dir doch gar nichts. Jetzt versuch es noch mal in Ruhe. Bunny liebt Tiere und er hat etwas gemacht, was Manny nicht kann. Mach weiter, die Affen mögen es. Du rockst, Bunny. Das ist mein Bruder. Das war's mit der Geschichte vom ängstlichen Bunny. An zweiter Stelle bin ich, Titipo, der am zweithäufigsten verängstigte Zug, Titipo. Ich wurde für den ängstlichsten Zug ausgewählt? Ich bin erschüttert, aber sehen wir uns mal meine Angstmomente an. Draußen ist es super windig. Oh, ja, ich hab Angst. Ach, was ist denn an Wind schon unheimlich, ihr Angsthasen? Wie nennst du uns? Wir sind nur gut. Ah, ich hab Angst. Hat nicht jeder Angst vor Donner und Blitz? Ach, an dem Tag? Der Tag, an dem ich krank war? Ach ja, richtig. Da hatte ich Angst, mich untersuchen zu lassen. Oh, 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 nicht schon wieder. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Alles wackelt. Geh lieber zu Theo und lass dich inspizieren. Inspizieren? Was heißt inspizieren? Oh, stimmt ja, du wurdest noch nicht inspiziert. Ich nehme ihn mal ein bisschen auf den Arm. Inspektionen sind fürchterlich gruselig. Oh, sie sind gruselig? Fürchterlich gruselig. Oh, mir ist so schwindelig.
Bei Inspektionen stehst du auf dem Kopf. Dann piekst dich Theo mit einer großen Nadel. Diesel, Zeit für die Spritze. Die Spritze? Ich hab solche Angst. Tut mir leid, da führt kein Weg drumherum. Ich hatte solche Angst vor Diesels erfundener Geschichte, dass ich die Schmerzen einfach ertrug und mich nicht untersuchen ließ. Ich zitterte und ging trotzdem zur Arbeit. Ich hab Angst. Das ist doch Diesel. Die Inspektion ist bestimmt schmerzhaft. Nicht mit mir. Ich gehe einfach arbeiten. Schließlich brach ich mitten auf der Bahn zusammen und hielt an. Zum Glück fand mich Diesel und ich kehrte noch am selben Abend nach Groß-Töffingen zurück. Ich glaube nicht, dass ich für die Inspektion bereit bin. Ich habe zu viel Angst. Das brauchst du nicht. Oh. Inspektionen tun gar nicht weh. Aber du hast gesagt, dass die so fürchterlich sind. Oh, stimmt. Aber das war nicht mein Ernst. Entschuldigung, Didibo. Ich habe mich untersuchen lassen und es hat gar nicht wehgetan. Ich war wohl zu ängstlich. Endlich ist es an der Zeit, den Erstplatzierten zu treffen. Erster Platz ist der jüngste Zug, Loco. Der ängstlichste Zug, Loco. Loco, der niedliche jüngste Zug, der als letzter nach Groß-Töffingen kam. Ein Güterzug mit viel Fracht. Loco hatte große Angst davor, nachts zu fahren. Es ist echt dunkel, irgendwie gruselig. Echt gruselig, so allein im Dunkeln. Nein, ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich überhaupt nicht. Aber wenn ich mich beeile, bin ich schneller fertig. Was war das? Die Laternen sind ausgegangen. Da Loco Angst hatte, nachts zu arbeiten, stellte ich ihm Danny vor. Wer ist denn Danny? Danny inspiziert die Gleise. Und das macht er nachts. Hm. Ihr könntet doch vielleicht gemeinsam arbeiten. Hey, bereit für deine Strecke? Moment, warte. Was ist denn? Ich hab Angst. Hast du denn keine Angst im Dunkeln? Nein, warum sollte ich denn? Danny gab Loco einige Tipps, damit er nachts keine Angst mehr hat. Loco, lass uns doch was singen. Singen? Ja, wenn man ein fröhliches Lied singt, vertreibt es die Angst. Als ob. Taka tüff tüff, taka tüff tüff, glücklich, glücklich, so überglücklich. Bist du glücklich, taka tüff tüff, sing ganz laut mit mir. Hat es geholfen? Hm? Ich hab jetzt gar keine Angst mehr. Der eine ist singen. Der andere ist an eine gute Zeit zu denken, die man mit Freunden hatte. Fällt mir doch bestimmt was ein. Guck mal, Blumen in allen Farben. So schön. Wir haben mal einen Ausflug gemacht, das war richtig toll. Na siehst du hast keine Angst. Stimmt, du hast recht. Loco versuchte mit dem, was er von Danny gelernt hatte, alleine zu fahren. Singen hilft mir diesmal überhaupt gar nicht. Aber er scheint immer noch Angst zu haben, oder? Oh nein, ein Geist! Bitte, ich brauche Hilfe. Ich kann mich nicht bewegen. Bitte, ich brauche Hilfe. Ich kann mich nicht bewegen. Loco dachte, Danny sei von einem Geisterzug gefangen genommen worden und eilte zu seiner Rettung. Lass Danny in Ruhe! Du fieser Geisterzug! Danny ist mein Freund und du bekommst ihn nie! Oh, Loco? Aber der Geisterzug war doch hier. Ah, in dem Nebel hast du mich mit einem Geist verwechselt. Da war kein Geist. Ich dachte, da wäre ein Geisterzug. Da bin ich aber erleichtert. Loco ist die Eisenbahn mit der größten Furcht. Aber er ist ein großartiger Zug, der für einen Freund seine Angst überwindet. Das war's mit Didibus Entdeckungen für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was ist nur mit Manny los? Was für ein schöner Morgen. Und da ist auch schon Didibo. Hallöchen, Meister Herb.
Oh, die Tibor, guten Morgen. Für dich geht's zum Industriegebiet, stimmt's? Stimmt. Meister Herb, melde mich zum Dienst. Oh, da bist du ja. Darf ich vorstellen? Das ist die Thibaut. Und das ist Manny, unser neuester Güterzug. Freut mich. Freut mich auch. Ihr müsst heute beide ins Industriegebiet, also könnt ihr zusammenfahren. Fahr einfach vor. Klar. Die Thibaut und Manny sind auf dem Weg ins Industriegebiet. Der Arbeit stelle ich dich meinen Freunden vor. Klingt gut. Du wirst sie ganz sicher mögen. Ah, mein Freund Diesel ist übrigens auch ein Güterzug. Wirklich? Ich will ihn unbedingt kennenlernen. Und wo hast du sonst so gearbeitet? Ich war vorher im Steinbruch. Oh, wow. Ich war auch schon mal in einem. Das ist echt cool. Ja, aber im Steinbruch muss man immer vorsichtig sein. Warum? Das eine Mal ist ein Tunnel über mir eingestürzt. Und was hast du dann gemacht? Ich bin durch die Felsen geprescht und hab mich so gerettet. Du bist durch die Felsen geprescht? Oh. Ja! Oh, wow! Du bist so mutig und stark. Das war keine große Sache. Oh, ich glaube, wir sind gleich da. Was? Das ging ja schnell. Hey, Manny, erzählst du mir später noch mehr Geschichten? Aber sicher doch. Tschüss, Didibo. Schönen Tag noch. Tschüss. Bis später. Das ist das Industriegebiet, in dem Manny arbeitet. Und runter damit. Der Nächste. Hier, bin schon da. Sag mal, du bist doch der neue Güterzug. Ja, mein Name ist Manny. Manny, der Mächtige. Dann lass uns mal loslegen. Klasse. Willkommen an Bord. Hallo, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Hallo. Oh, da ist Manny. Und, bereit für den nächsten Container? Klar, ich fahre ein Stück vor. Hä? Warum? Na, wenn ich ein kleines bisschen weiter vorfahre, kannst du mich leichter beladen. Oh, das ist aber sehr lieb von dir. Ich helfe, wo ich kann. Manny ist echt spitze. Nach der Arbeit fährt Didibo zurück nach Großtöffingen. Hallo, Leute. Hallo, Didibo. Bist du mit der Arbeit fertig? Ja. Und habt ihr schon den neuen Zug gesehen? Ja? Ein neuer Zug? Ja, ihr kennt ihn nur noch nicht. Er ist ein Güterzug und heißt Manny. Ein neuer Güterzug? Ja. Er ist orange mit gelben und schwarzen Streifen. Er hat eine tiefe Stimme und ist wirklich stark. Wie stark kann ein Neuling schon sein? Nein, im Ernst. Er hat sogar schon Komplimente bekommen. Wie beeindruckend. Im Steinbruch ist mal ein Tunnel über ihm eingestürzt. Aber er ist einfach durch die Felsen geprescht. Wow, oh. Unglaublich. Ist das wahr? Ah, Diesel, hast du Angst, dass Manny dir etwa die Show stiehlt? Nein, oh. Überhaupt nicht. Diesel, es ist Zeit, zum Hafen zu fahren. Mach dich bereit. Okay. Genie und Sing Sing, bitte haltet euch auch bereit. Okay. Bis später, Didibo. Bis dann. Wow. Wie schön. Oh? Oh. Orange und schwarz-gelb gestreift? Du musst der neue Güterzug sein. Wer? Didibo hat von dir erzählt. Oh? Ja, ich habe heute angefangen. Ich finde nicht, dass er eine tiefe Stimme hat. Und sag mal, was machst du denn gerade? Ich habe die schönen Blumen bewundert. Blumen sind wundervoll. Echt? Ich finde Blumen auch zauberhaft. Ich kann dir einen Ort zeigen, an dem es ganz viele davon gibt. Klingt toll. Ich hab zu tun. Ich düse mal weiter. Ja, ich muss auch los. Bis dann. Bis dann. Diesel ist am Hafen angekommen. Ich bin bereit für meine Ladung. Hey, noch ein Neuling. Oh? Du bist wohl der neue Güterzug aus Großtöffing.
Herzlich willkommen! Schön, dich kennenzulernen. Oh, das muss dieser Manny sein, von dem Didibo erzählt hat. Sehen wir mal, wie mutig er wirklich ist. Gut, fangen wir an, die Container zu verladen. Laden! Oh, warte mal kurz. Ich glaube, ich stehe nicht an der richtigen Stelle. Hä? Von hier sieht alles gut aus. Regeln sind so, wir halten an der Markierung. Ja. Du kannst anfangen. Haha, ein wahrer Perfektionist. Und jetzt aber. Oh, Momentchen. Bitte verlade die Container ganz langsam. Hä? Warum? Ich will keine Kratzer auf meinen Güterwaggons. Alles klar. Dann bin ich besonders vorsichtig. Vielen Dank. Oh, komisch. Manny soll doch stark und mutig sein. Ich schätze, Didibo hat sich mächtig geirrt. Na klar, kein Güterzug kann mutiger sein als ich. Didibo, Didibo. Didibo! Hallo, Diesel. Ich hab Manny gesehen. Wirklich? Er ist total mutig, oder? So ein Quatsch. Er ist eher das totale Gegenteil. Was? Bist du sicher? Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Er hatte schon beim Verladen wirklich sehr große Schwierigkeiten. Das klingt überhaupt nicht nach Manny. Hallöchen. Also dann, wollen wir mit dem Verladen anfangen? Klar. Lade. Moment noch. Hä? Was ist denn los bei dir? Oh, bitte sei ganz, ganz vorsichtig. Ich fürchte mich so sehr. Das kann nicht sein. Aber sowas von. Hallo, Leute. Hm? Hallo. Worüber habt ihr denn geredet? Ich habe Manny heute endlich gesehen. Ich hab's gerade Didibo erzählt. Oh, ich hab ihn auch gesehen. Manny und ich wollen uns Blumen anschauen. Manny liebt Blumen auch so sehr wie ich. Manny hat behauptet, dass er Blumen liebt? Ja, wir haben wirklich sehr viel gemeinsam. Die Blumen duften so herrlich. Also, ich glaube, ihr irrt euch. Nein, du irrst dich hier. Das stimmt. Er ist ganz anders, als du ihn beschrieben hast. Oh, wie eigenartig. Inzwischen hat auch Sing Sing den neuen Zug kennengelernt. Angekommen. Ich bin fertig. Oh. Hallo! Hallo! Wie ist er so schnell zum Bahnhof gekommen? Kann ein Güterzug so schnell sein wie ich? Und erledigt. Hm. Manny hat seine Arbeit beendet und ist wieder in Großtöffingen. Didibo! Oh, das ist Manny! Hallo, Manny! Hallöchen, wie schön! Manny, stimmt es, dass du Blumen magst? Du liebst sie doch, oder? Hattest du wirklich Angst, als Cranny die Fracht verladen hat? Das habe ich dir doch gesagt! Wovon redet ihr? Ich will wissen, wie ein Güterzug nur so schnell sein kann. Schnell? Ah! Jetzt verstehe ich. Bald versteht ihr es auch. Hallo. Hey, Bruder. Hi. Wir sind doppelt. Es gibt zwei Mannys. Wir sind Zwillingsbrüder. Ich heiße Bernie. Zwillingsbrüder? Ja, wir sehen vielleicht ähnlich aus, aber wir sind sehr verschieden. Das stimmt. Und wer von euch mag gerne Blumen? Das bin ich. Und das am Hafen war auch Bernie? Ja. Aha! Und ich habe dich auf der Brücke gesehen. Wie bist du danach so schnell zum Bahnhof gekommen?
Ich bin der, den du am Bahnhof gesehen hast. Und ich bin über die Brücke gefahren. Seht ihr? Du hast erst mich und dann Manny gesehen. Oh, das erklärt alles. Ihr seht wirklich ganz genau gleich aus. Ja, wer war jetzt wer? Naja, schaut doch mal genauer hin. Es gibt ganz kleine Unterschiede. Sogar unsere Streifen sehen anders aus. Ah! Jetzt sehe ich es auch. Oh, wie unhöflich von mir. Ich heiße Ditibo. Ich bin Genie. Ich heiße Sing Sing. Wie schön, dich kennenzulernen. Und ich bin Diesel, der mutigste Zug in der Stadt. Toll, euch kennenzulernen. Gleichfalls. Herzlich willkommen in Großtöffingen. Großtöffingen hat jetzt zwei neue Züge. Und sie haben auch schon neue Freunde gefunden.